Hallo und herzlich willkommen bei Hell's Games. Ihr seht nun den fünften Teil der Star Wars Battlefront 2 Hauptstory und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Gleb. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Ich bringe sie nach Vardos. Die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Hask auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich.
finden Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Kommandant? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Angst. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrlich. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Aschen beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Zickli. Wurde aber auch Zeit. Er belästigt sie. Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung, Gleb. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zurück! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, was soll das? Nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein. Komm, mach sie. Ich bin ihr Commander. Waffe runter. Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein. Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn Sie uns sehen, gibt's Ärger. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Entfernung der Nähe 8.
Sie sehen uns nicht. Und das sollte auch so bleiben. Stadt zerbröckelt. Wir sollten nicht hier sein. Bleib bei dir, der passiert. Der Sturm wird langsam stärker. Wir müssen den Planeten verlassen. Puh, wir hatten Glück. Los jetzt, in den Durchgang. Steck das Ding. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Hacken! Du musst was für mich deaktivieren. Ich hab das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Kommandant. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Du musst was hacken. Deaktivieren. Gebiet schaffen. Schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. Das Ding. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Bereich schocken.
sie die Droide. Der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüsseln zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Geschütze im Sektor deaktiviert. Ausschalten. Ich bringe uns zur Corvus. Wir müssen die Schüssel ausschalten, Commander. Geschafft! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Corvus. Wir verlassen Vados. Ich bringe uns möglichst nah hin. Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Geschafft.
bald, Commander. Schocken. Sie werden alles tun, um uns am Boden zu halten. Ich muss nur in die Kommen. Dann fliege ich uns hier raus. Admiral Versio. Agent Hask berichtet. Mission erfolgreich, Sir. Meinen Glückwunsch, Commander Hask. Also,
Wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. So, das war's dann mit dem 5. Kapitel. Star Wars Battlefront 2 Hauptstory. Wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht mit dem 6. Part. Goodbye. Bye.